Okay, Leute, ich bin kurz vorm Heulen und ich werde das auch öffentlich auf meinem Instagram posten und ich hoffe, das wird so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie es mir geht. Und zwar bin ich gerade arbeitssuchend und ungeimpft, ne? Wow, schlimm. Und ich habe mich für zahnmedizinische Fachangestellte interessiert und habe mich auch dafür beworben. Also wisst ihr, ich weiß jetzt nicht, ob ich meine Wut, meine Trauer und meine Verzweiflung, das alles so richtig hier zeigen soll. Weil ich bin ein ehrlicher Mensch und ich will auch, dass man sieht, wie verletzend und diskriminierend und menschenverachtend Menschen handeln können, ja, nur um dann zu sagen, ja, ich habe noch meinen Job gemacht. Es ist so unglaublich menschenverachtend. Ich sage euch jetzt mal, was mir so passiert ist. Und zwar war ich gerade halt in einem Vorstellungsgespräch. Ich habe mich gefreut. Und das Vorstellungsgespräch lief auch ganz gut. Und dann fragt sie mich, ob ich geimpft bin. Okay, sie fragt mich einfach, ob ich geimpft bin. Ich so, nein. Und mir ist klar, man muss in diesen scheiß Berufen einfach geimpft sein. Ja, dann habe ich versucht, nicht wütend zu werden, weil sie so dumme Dinge rausgehauen hat. Also ja, ich wollte noch etwas professionell und höflich bleiben. Aber ich habe natürlich angefangen zu diskutieren und was auch immer. Ja, und Leute, wisst ihr, uns wird also verboten, in diesen Berufen zu arbeiten, einfach nur, weil wir gesund sind. Einfach nur, weil wir gesund sind. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich werde auch auf die Straße gehen, ich werde etwas starten, aber so eine Menschenverachtung werde ich mir nicht gefallen lassen, weil ich gesund bin, weil ich nicht geimpft bin und weil ich bei diesem scheiß Wahnsinn nicht mitmache. Ich mache da nicht mit. Ich werde mich niemals, euch scheiß Politikern, ich werde mich niemals beugen. Ich gebe einen Fick auf euch und wisst ihr was? Ich kack auf euch. Ich kack auf eure Menschenverachtung, ich kack auf eure Gesetze, ich kack auf eure Tyrannei. Ich bin nicht euer Opfer. Und ich bin nicht das Opfer, ich bin kein Medienopfer. Und ich bin auch nicht Opfer, dass ich mich beuge. Egal wie sehr ihr mich brechen wollt. Ihr Drecks, menschenverachtende Hunde, was soll ich dazu sagen? Und auch an diese dummen Leute, ja? Auch an diese dummen Leute, die meinen, ja, wir gehen ja nur nach den Gesetzen. Und wenn das auffliegt, ja, sind dieselben, die sich über die böse Geschichte aufregen. Ihr seid ihr seid genauso, ihr seid solche Heuchler. Ihr widersetzt euch nicht, ihr macht mit bei dieser menschenverachtenden Kacke, wo gesunde Menschen ausgeschlossen werden, wo gesunde Menschen ihr Job gekündigt wird und so weiter. Es ist so menschenverachtend und das nur, weil man gesund ist. Ich mach da nicht mit, beugt euch nicht, geht auf die Straße und zeigt, dass ihr dagegen seid. Macht Videos, startet was auch immer, aber beugt euch nicht. Macht